auch noch ein zweites Skate-Deck heraus und schaffen somit das erste Mal ein Signature-Skate-Deck für einen guten Freund und Bekannten von mir, Profi-Skateboarder. Derre Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, heute ist es soweit. Ich sitze bereits auf Nadeln. Lang habe ich mich auf diesen Tag gefreut und heute ist es endlich soweit. Ich kann euch heute offiziell die Designs meiner neuen Kollektion Liberty & Justice vorstellen. Bevor wir aber loslegen, kleine organisatorische Dinge wie am Freitag von 19 bis 20 Uhr hat der Online-Shop geöffnet. Das heißt, all jene, die sich safe etwas holen wollen, haben die Möglichkeit, eine Stunde lang vorzubestellen und die 6 bis 8 Wochen Lieferzeit in Kauf zu nehmen, um sicher zu sein, ein Produkt zu ergattern. Die Homepage ist um 20.01 Uhr wieder geöffnet, nur in dieser einen Stunde, am Freitag von 19 bis 20 Uhr, besteht die Möglichkeit, vorzubestellen. Wir haben heute die Designvorstellung, das ist nicht die offizielle Vorstellung der Kollektion, sondern rein für die Leute, die vorbestellen wollen, für einen ersten Blick. Wie sieht das Ganze aus? Wie sehen die Designs aus? Was möchte ich mir holen? Dient diese Vorstellung. Es wird natürlich auch einen offiziellen Release mit einem offiziellen Promo-Video geben. Dies ist wie gesagt nur die Vorstellung der Designs. Ganz kurz vorab, es werden sich ein paar Dinge von den Produkten ändern. Die Schnitte bleiben prinzipiell gleich. Also wir haben hier einen Schnitt gefunden, von dem ich absolut begeistert bin. Wir werden nur so kleine Feinheiten ändern, die kaum jemand von euch mitbekommen wird, der schon ein MEM-Produkt hat. Zur Größenverteilung, ich bin 1,81 groß, habe 83 Kilo und trage die Größe L, kann aber auch Easy M tragen. Was die Stoffe betrifft, sind wir mehr als happy. Also Freunde, jeder, der ein MEM-Produkt von der letzten Kollektion gekauft hat, weiß, wovon ich spreche. So ziemlich jeder war überrascht. Ich würde euch bitten, wenn ihr bei der letzten Kollektion bestellt habt, euer Feedback zu der Qualität abzugeben. Da wir trotzdem, was für manche unverständlich ist, in einer anderen Preisrange sind, als das alle anderen Streetstyle-Marken im deutschsprachigen Bereich sind. Das liegt schlicht und ergreifend an der Qualität. Wie ihr wisst, wir produzieren in Portugal. Es ist 100% Handmade, 100% Baumwolle, in der gleichen Firma hergestellt wie Shiva und Balenciaga. Diese Qualität ist mir einfach wichtig, die gewährleiste ich mit dieser Marke und für diesen Preis sind wir absolut in einem fairen Segment. Lest gerne, wer noch kein Produkt hat von MEM, die Kommentare der einzelnen Kunden durch. Wer sich aber trotzdem unsicher ist, kann natürlich gerne ein Produkt bestellen und wer nicht zufrieden ist, kann es natürlich wieder zurückschicken und bekommt sein Geld erstattet. Übrigens, bei der letzten Kollektion haben nur 1,5% der Leute ihr Produkt wirklich wieder zurückgeschickt. Der Rest war mehr als zufrieden. Freunde, jetzt würde ich aber sagen, wir starten direkt hinein mit den einzelnen Designs. Wie ihr wisst, die Kollektion nennt sich Liberty & Justice. Wir gehen in das Thema Paragraphen, Recht, Gericht, Freiheit, das amerikanische Rechtssystem, natürlich auch wieder sehr kritisch unterwegs. Das ist das Thema. Ich werde versuchen, wie ihr wisst, die Storyline ist mir bei jeder einzelnen Kollektion sehr, sehr wichtig. Ich werde aber versuchen, heute nicht so viel zu schwafeln wie beim letzten Vorstellungsvideo. Aber das ist das Thema, in dem wir uns austoben. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Shirt dieser Kollektion. Auf den ersten Blick gleich zu erkennen, wir haben keinen Backprint, haben wir bei den restlichen Shirts und Hoodies auch nicht. Nicht, weil wir irgendwie Kosten sparen wollten, sondern weil es sich im Designvorgang einfach nicht ergeben hat. Wir haben hier vorne ein 3D-Printing, das von unseren Designern erstellt wurde. Die Waage, ein klassisches Symbol der Gerechtigkeit. Wir zeigen hier aber ein Ungleichgewicht in der Gerechtigkeit auf und mit dem Spruch Liberty and Justice for the Most, der ja eigentlich laut amerikanischen System Liberty and Justice for All handelt. Es ist aber de facto so, dass es einige Menschen gibt, die zu Unrecht verurteilt werden. Deswegen nicht Freiheit und Gerechtigkeit für alle, sondern Freiheit und Gerechtigkeit für die meisten. Das MEM-Symbol findet sich nochmal in der Waage und Blitze werden hier auch immer wieder am Start sein, aus dem einfachen Grund, weil es thematisch sehr gut dazu passt. Die erste Form der Rechtschaffenheit war von Gott, als er die Blitze zur Erde niederwarf. Das ist das Design unseres ersten Shirts von MEM. Auch die Symbolik dahinter gefällt mir sehr, sehr gut. Das habe ich noch vergessen, Freunde. Alle Größen sind dieses Mal von XS bis XXL vorhanden. Aufgrund einer hohen Nachfrage unserer mächtigen Kollegen gibt es dieses Mal auch XXL bei jedem einzelnen Piece. Schauen wir weiter zum nächsten Shirt und das ist das Liberty and Justice Shirt. Wir haben auch hier wieder die Metaphorik mit dem Richterhammer, der hier aufschlägt. Wir wollten es ein bisschen auch verkörpern, dass Wasser dicker ist als Blut und das beschreibt auch immer wieder, warum so manche durch das Rechtssystem rutscht und zu Unrecht die Freiheit bekommt. Deswegen auch das Wasser anstatt des Blutes. Wir haben auch darunter nochmal unter den einzelnen Worten Liberty und Justice die Definition. Auch das ein sehr gelungenes 3D-Logo, wie ich finde, mit den blauen Vibes auf einem cremeweißen Shirt, finde ich sehr, sehr gelungen. Bringt so ein bisschen Farbe jetzt im September nochmal hinein, aber das werden wir bei den nächsten Pieces auch noch sehen. Das
zweite Shirt unserer Kollektion Liberty and Justice. Und somit kommen wir zum ersten Hoodie. Einer meiner Lieblingshoodies. Wir haben hier die Statue Justitia, ist vermutlich sehr vielen ein Begriff, die hier vor der amerikanischen Flagge steht, mit der Waage in der Hand. Drüber nochmal die Kollektionsbeschreibung Liberty and Justice, und wer diese Blitze deuten kann, erkennt hier deutlich den Namen MAM, darunter nochmal Liberty and Justice 2020 von MAM. Dieser Hoodie ist stonewashed, liebe Freunde, das heißt, fällt ähnlich aus wie der Hoodie, den ich jetzt aktuell trage, von der Farbe her. Auch ein Hoodie, der mit diesen Vintage-Vibes so eine Stimmung rüberbringt, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Der erste Hoodie in der Kollektion Liberty and Justice, wir sehen uns gleich den zweiten Hoodie an, der hier Farbe reinbringt. Wie wir auf den ersten Blick erkennen, ist das kein Gelbton, aber auch kein Orangeton. Das ist so ein Mittelton, den wir gefunden haben. Einfach, weil ich mit der Farbe Orange so ein bisschen diese Gefängnis-Uniform-Vibes mit aufgreifen wollte. Wir sehen hier auch deutlich am Print eine Nummer. Darüber steht Cellblock MAM. Wir haben hier quasi wie auf den Gefängnisuniformen den Zellblock, nur eben nicht A oder B, sondern MAM stehen, und darunter die Gefangenennummer und darüber nochmal das Logo des Department of Justice aus Amerika. Wir haben hier auf der Seite als Ärmelprint, wie ihr sehen könnt, so leichte Paisley-Vibes reingebracht, aus dem einfachen Grund, weil es auch hier wieder thematisch gut passt, weil einzelne Gangs ja das Bandana groß gemacht haben. Das Muster, das auf jedem Bandana zu finden ist, ist natürlich das Paisley-Muster, und deswegen findet sich das auch wieder auf unseren Hoodie. Ebenfalls ein Hoodie, der mir sehr, sehr gut gefällt, der jetzt im September auch diese Herbst-Vibes mit reinbringt. Ein sehr, sehr schöner Hoodie, der erste bunte Hoodie, den wir machen. Ich bin natürlich sehr gespannt auf euer Feedback, und jetzt kommen wir zum letzten Hoodie. Damit wir in dieser ganzen Kollektion auch, weil es mir gut gefällt, auch immer wieder Pieces dabei zu haben, die sehr clean sind, die überall gut dazu passen, haben wir hier den Paragraph-Hoodie hineingebracht. Wir haben hier ganz, ganz schlicht das MEM Logo verwendet, allerdings flippt, weil ich das aktuell sehr, sehr cool finde. Und auf der Seite haben wir hier ein 3D-Printing einzelner Paragraphen, die übereinander gelegt sind, und das Ganze nochmal verziert mit einem Blitz. Dieses Ärmel-Logo haben wir auf beiden Seiten. Auch für mich ein sehr, sehr gelungener Hoodie, der mir persönlich wirklich, wirklich gut gefällt. Und übrigens, das habe ich vergessen, der Jail-Hoodie, der gelbe hier, ist der limitierteste in der Kollektion. Wer sich den holen möchte, darauf ein Augenmerk legen. Das ist der letzte Hoodie unserer Kollektion. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr begeistert. Das sind die einzelnen Pieces, Freunde. Was wir aber mit der Kollektion jetzt neu haben, ist, dass wir zum ersten Mal Skate-Decks herausbringen. Das ist nochmal die komplette Kollektion. Liberty and Justice, die einzelnen Pieces, wird dann auch auf der Homepage MEM Vienna auf jeden Fall abchecken, dann nochmal einzeln gepostet. Jetzt kommen wir zum ersten Skate-Deck, das wir herausbringen. Wie einige von euch mitbekommen haben, ja, entstamme ich einer sportlichen Karriere, und deswegen lasse ich es mir auf keinen Fall nehmen, mit meiner Marke auch Sportler, die mir besonders gut gefallen, einzeln herauszusuchen, wie Skateboarder, Snowboarder, Cliffdiver und Freerunner, haben wir auch schon ein paar ausgestattet, und die supporte ich sehr, sehr gerne. Deswegen bringen wir auch zum ersten Mal bei dieser Kollektion ein Skate-Deck heraus. Wir haben hier den Paragraph-Hoodie, das Design des Paragraph-Hoodies hier auf dem Skateboard nochmal festgehalten und so einen leichten Touch mit einem grünen Blitz hineingebracht. Dies ist eine Kooperation mit einer Wiener Skate-Marke namens Litus Skateboards, kurz zum Skateboard selbst. Es ist eine siebenschichtige Glas-Ahorn-Bearbeitung. Ja, fast. Siebenschichtiges kanadisches Berg-Ahorn wäre es gewesen. Mit einer Größe von 8,5 Zoll, soweit ich weiß. Litus Skateboards, eine sehr bekannte Marke bei uns in Österreich, machen wirklich Topboards, und mit der kooperieren wir, sehen wir auch an diesem Logo. Das ist aber nicht das einzige Skateboard, das wir herausbringen. Wir bringen auch noch ein zweites Skate-Deck heraus und schaffen somit das erste Mal ein Signature-Skate-Deck für einen guten Freund und Bekannten von mir, Profi-Skateboarder Johannes Abraham. Das ist sein Signature-Skate-Deck, auch das wird verfügbar sein zur Vorbestellung am Freitag von 19 bis 20 Uhr. Freunde, das ist die Kollektion Liberty and Justice. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, und ich bin natürlich sehr gespannt, wer sich jetzt schon mal den Timer für Freitag 19 Uhr stellt. Ich hoffe, es gefällt euch. Es steckt wieder mal unfassbar viel Herzblut drin. Ich hatte die letzten zwei Wochen einfach schlaflose Nächte, weil ich mich durchgehend nur mit meiner Kollektion beschäftige. Alles, was sich da drin findet, lebe ich, ist meine Leidenschaft, und ich hoffe, dass das auch irgendwie so ankommt, wie ich es fühle, auch wenn ich mir manchmal schwer tue, gewisse Dinge so zu zeigen. Okay, Freunde,
Das ist die Kollektion Liberty and Justice. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es so ist, dann seid gespannt. Freitag 19 bis 20 Uhr. Wir sehen uns natürlich am Freitag wieder mit einer Reaction auf Gucci Potter, die auf alle Fälle noch rausgehustelt werden muss an dem wichtigen Drop Day. Und wie gesagt, ein Monat später, 6 bis 8 Wochen ist die Lieferzeit, Freunde, für alle, die vorbestellen, und danach der offizielle Drop und natürlich auch wieder erhältlich im Dösami-Store im ersten Bezirk. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Freitag wieder mit der Reaktion auf das neue Gucci Potter Video. Das war's von mir, euer Maximilian.